Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hörer und Zuschauer, es ist mir eine große Freude, Sie im Namen des Polnischen Instituts Berlin sowie des Westinstituts in Posen zur heutigen Diskussion mit Monika Maron begrüßen zu dürfen. Monika Maron, geborene Iglaj, wurde 1941 in Berlin geboren und ist eine der bekanntesten deutschen Schriftstellerinnen. Sie lebte von 1951 bis 1988 in der DDR, wo sie nach dem Abitur zuerst ein Jahr als Fräserin in einem Industriebetrieb arbeitete, dann Theaterwissenschaften und Kunstgeschichte studierte und nach dem Studienabschluss Regieassistentin beim Fernsehen war. Später schrieb sie als Reporterin unter anderem für die Wochenpost. Seit 1976 lebt sie als freie Schriftstellerin, deren Debütroman Flugasche aufgrund seiner Kritik an den totalitären Lebensbedingungen in der DDR im Osten nicht erscheinen durfte und stattdessen 1981 im westdeutschen Verlag Fischer veröffentlicht wurde. 1988 siedelte sie von Ost-Berlin in die Bundesrepublik über, wohnte zunächst in Hamburg und lebt heute wieder in Berlin. Seitdem schrieb Monika Maron mehr als 10 Romane und andere Werke, Essays und Erzählungen, von denen wir unter anderem Pawels Briefe hervorheben wollen, in denen sie ihrem polnisch-jüdischen Großvater Paweł Iglasz ein literarisches Denkmal gesetzt hat, Animal Triste, das auf ein besonders großes Echo seitens der Medien stieß, und Stille Zeile 6, das sie selbst für ihr bislang bestes Werk betrachtet. Sie erhielt eine Reihe von Auszeichnungen, darunter auch den Kleistpreis. In jüngster Zeit geriet Monika Maron gleich mehrfach ins Schlaglicht der deutschen Öffentlichkeit, nachdem sie in ihren beiden letzten Romanen Munin und Arthur Lanz ebenso einfühlsam wie kritisch auf viele der gesellschaftlichen Streitfragen unserer Gegenwart einging, was nicht nur eine kontroverse Medienpolemik auslöste, sondern auch ihren angestammten Verlag Fischer dazu bewog, aufgrund ihrer angeblichen politischen Unberechenbarkeit die weitere Zusammenarbeit mit ihr zu kündigen. Eine Entscheidung aber, die sich, wie wir bereits jetzt sagen können, angesichts der breiten Zustimmung und Unterstützung, die Maron in den deutschen Medien erhielt, sehr schnell als fulminantes Eigentor für den Fischer Verlag herausgestellt hat. Im Folgenden werden wir unsere Diskussion eben auch über Facebook zugänglich halten und es wird die Möglichkeit bestehen, für unsere Zuhörer über Facebook auch den einen oder anderen Kommentar anzufügen. Und wenn wir am Ende etwas Zeit haben, nehme ich auch gerne die entsprechenden Kommentare raus, um mit Frau Maron, sofern diese Punkte noch nicht angesprochen wurden, auch mit den entsprechenden Fragen zu konfrontieren. Ja, liebe Monika, vielen Hallo herzlichen Daniel. Dank, dass du unsere Einladung zum Gespräch angenommen hast. Die Covid-Krise hat es ja leider unmöglich gemacht, uns wie geplant vor Publikum im Polnischen Institut in Berlin sehen zu können. Doch wenn ein Online-Gespräch auch nur einen müden Ersatz für eine echte Begegnung darstellt, ist es doch besser als gar nichts. Bevor wir direkt in Medias Res einsteigen, möchte ich doch gerne eine persönliche Frage stellen. Wir haben zwar im Vorfeld abgesprochen, den ganzen Skandal um die Entscheidung von Fischer nicht erneut breitzutreten, nachdem alle Zeitungen damit voll waren. Doch eine Frage möchte ich dir doch gerne stellen. Wie fühlst du dich nach dem ganzen Irrsinn der letzten Tage, wo du nicht nur einmal mehr zum Opfer grundloser Attacken geworden bist, die dich in die berühmte rechte Ecke stellen wollen, sondern eben auch und glücklicherweise ungemein viel Zuspruch von Kollegen, Journalisten und Lesern erfahren hast? Also der Zuspruch durch die Presse hat mich doch überrascht. Der von den Lesern eigentlich weniger, weil ich das ja auch oft bei den Lesungen erfahre, dass die Leute einem doch ja geradezu dankbar sind, dass man die Dinge sagt, die man sagt. Aber dass die Presse so fast einmütig dann fand, also gut, ich habe das und das getan, das hätte ich nicht tun sollen, aber rausschmeißen hätte man mich nicht dürfen, das kam für mich doch überraschend. Und wie Sehr ich schön. mich fühle,
Also eigentlich, ich fühle mich ganz gut, weil das, ich meine, natürlich ist es traurig, ich war 40 Jahre in dem Verlag und wenn so ein Kapitel nach so langer Zeit zu Ende geht, ist es natürlich nicht schön. Aber eigentlich sagen wir, den Verlag, in dem ich mich wohlgefühlt habe und der eine glückliche Zeit war für mich, den habe ich eigentlich schon vor 2 Jahren verloren. Insofern kam auch das für mich nicht ganz überraschend. Ja, viele unserer Zuhörer stammen aus Polen und sind natürlich sehr daran interessiert, wie du deine polnische Abstammung wahrnimmst, auch wenn dies natürlich bereits 2 Generationen her ist. Ich erinnere hier nur daran, dass dein Großvater, Paweł Iglasz, mütterlicherseits aus der jüdischen Gemeinde von Ostrów-Mazowiecka stammte, während deine Großmutter mütterlicherseits, Józefa Przybylski, aus Kuchów kam und ursprünglich katholischer Konfession war. Beide emigrierten nach Berlin, wo du dann auch mitten im Krieg 1941 geboren wurdest, bis 1953, soweit ich weiß, also bis in dein 12. Lebensjahr, hattest du ja sogar auch die polnische Staatsangehörigkeit. Und in Pawels Briefe schreibst du auch, was ich sehr interessant fand, anlässlich deines Besuchs in Polen, und da zitiere ich dich: Im Hotel in Lomża waren wir keine Juden mehr, in Lomża waren wir Deutsche. Polen waren wir nirgends und für niemanden, obwohl wir alle mehr polnische Anteile als jüdische haben. Und ähnlich schreibst du auch in Flugasche. Ich zitiere dich wieder: Bei jeder Gelegenheit verwies ich auf meine polnische Abstammung. Nicht, weil ich als Polin gelten wollte. Ich kann mich nicht erinnern, jemals stolz auf eine nationale Zugehörigkeit empfunden zu haben, aber ich wollte keine Deutsche sein. Zitat Ende. Verspürst du immer noch eine gewisse Zerrissenheit zwischen den verschiedenen Identitäten, welche deine Familie geprägt haben? Naja, man fragt sich manchmal, warum man ist, wie man ist, nicht? Fragt sich ja jeder Mensch, also warum bestimmte Temperamentsfragen oder so in einem so verankert sind, wo man nicht genau weiß, woher sie kommen. Und manchmal, also wenn mir meine Mutter erzählt hat, wie ihre Familie sich unterschieden hat von deutschen Familien, also diese polnische Familie, dann denke ich manchmal, irgendwas davon ist auf mich übergegangen, natürlich. Also irgendwie ein etwas rebellischerer Sinn vielleicht. Also ich bewundere an den Polen immer ihren Drang zur Freiheit und auch ihre rebellische Neigung. Und dann denke ich immer, vielleicht habe ich es ja daher. Wäre ja nicht schlecht. Ah ja. Ja, ich fand das ganz interessant. In Pawels Briefen hast du auch geschrieben, dass deine Familie gekennzeichnet sei durch, und ich zitiere dich wieder, eine Abwesenheit preußischer Lebensnormen und polnisches Geschick zu improvisieren. Gibt es da auch noch Ja. andere Punkte, wo du denkst, das ist jetzt, sagen wir mal, typisch von der mütterlichen Seite her, oder? Das denke ich schon. Also ich denke, dass, naja Gott, man wird erzogen durch seine Mutter natürlich. Und so, also meine Mutter war eine unheimlich vitale Frau und auch sehr pragmatisch. Also ihr Pragmatismus, glaube ich, den habe ich nicht ganz so. Aber von der Vitalität hoffe ich, ist was auf mich übergegangen. Und nein, was sie so erzählt hat aus ihrer Kindheit, aus ihrer Familie, also das ist eine sehr offene, die waren ja sehr arm, eine arme Familie und in einer kleinen Wohnung und das ganze Leben spielte sich in der Küche ab. Und sie hatten nie viel, aber jeder konnte seine Freunde mitbringen und dann wurde eben auch das Essen geteilt oder dann gab es mehr Kartoffeln und weniger Soße oder weiß ich, aber irgendwie war immer alles möglich. Es waren 4 Kinder und irgendwie war da immer eine volle Küche und immer was los. Super. Ja, dein Großvater, obwohl wie deine Großmutter ja, muss man auch sagen, früh zum Baptismus konvertiert und hat sich auch sogar umbenannt, glaube ich, von Schloma zu Pawel, wurde ja dann doch 1939 von den Nationalsozialisten aus Berlin ausgewiesen, siedelte sich dann ganz kurz in Łódź an, bevor er nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs dann wieder erneut in den Einflussbereich des Dritten Reichs geriet.
und dann in das Ghetto von Belgratow gesperrt wurde und 1942 dann schließlich in Chelmo ermordet wurde, kurz nachdem auch seine Frau starb. 1996 bist du ja dann auf den Spuren deiner Großeltern in verschiedenen Stationen dann auch durch Polen gereist, ein Polen, das ja sich damals auch erst seit einigen Jahren überhaupt erst aus dem Ostblock, wenn man so will, gelöst hat. Wie waren denn deine Eindrücke nach all diesen Jahren und vielleicht auch den einen oder anderen Eindrücken, die du dir durch deine Erziehung, deine Mutter und sowas vielleicht auch gewonnen hattest, jetzt diese Ursprungsregion deiner Familie mütterlicherseits dann auch in echt sozusagen zu besuchen? Es war zum Teil ziemlich bedrückend, muss ich sagen, weil wir sind ja nach Ostrow-Masowietz gefahren, eigentlich nur, um die Namen zu finden, den Ort zu finden, wo das Haus vielleicht gestanden hat. Das gab es ja alles gar nicht mehr. Aber wir kamen nun, da waren wir die Nachfahren der Juden. Und ganz offensichtlich hatte man Angst, dass wir irgendwas wiederhaben wollen. Also es war ganz schwer, überhaupt irgendeine Spur zu finden oder jemanden zu finden, der einem Auskunft geben wollte. Und dann haben wir aber eine Frau gefunden, eine Bibliothekarin, und die hat uns die Bücher gezeigt und dann haben wir die Namen der Vorfahren gefunden und so. Und irgendwer hat uns dann auch erzählt, wie es mit dem Viertel war. Also das waren Holzhäuser, davon gab es gar nichts mehr. Aber zum Beispiel hatte man den jüdischen Friedhof eingeebnet und darauf ein Haus gebaut, das gar keiner brauchte. Das Haus stand leer. Und nun weiß man, dass für Juden der Friedhof, also der darf nicht umgebettet werden. Also das ist ganz wichtig. Und das war aber alles passiert. Und die Leute, die uns das erzählt haben, die wussten auch, dass das ein Verstoß gegen jüdischen Glauben war. Aber da trafen wir auf einen seltsamen Widerstand. Also keinen aggressiven, aber so defensiv. Und wie gesagt, in Lomža, da waren wir eben die Deutschen und auch nicht besonders beliebt. Es war seltsam, es war eine seltsame Reise und ja, bedrückend eigentlich ein bisschen. Ich glaube, ich habe das auch so geschrieben, ja. Ja, ganz genau. Soweit ich weiß, sind auch Pawels Briefe das einzige deiner Bücher, das bisher auch ins Polnische übersetzt worden ist. Auch 2011, glaube ich, das Buch selbst ist ja 1999 erschienen. Mich kundig gemacht, dass es 2011 ja auch zum eigentlich, so muss ich es glaube ich halten, dass es gesehen wird, ich weiß nicht. Genau so ist es, 2011 im Polnischen veröffentlicht worden ist. Hast du da jemals Feedback auch bekommen, vielleicht von Nein. polnischen Lesern jetzt? Nee, nicht. Ne? Nee, Nee. gar nicht. Ah ja, Nein. Ich weiß auch nicht mal, wie die Übersetzung ist. Also, ich weiß, dass die englische Übersetzung nicht gut ist, wie die polnische ist, weiß ich nicht. Ah ja, okay. Naja, vielleicht gibt es ja einige der Zuhörer später, die, wenn sie das hören, mit den entsprechenden Untertiteln versehen, dann auch die sich vielleicht dann noch mehr auch für diese Schrift interessieren werden. Ja, vielleicht eine letzte Frage zu diesem Komplex. In Munin las ich eigentlich auch eine interessante Stelle, welche auch deinen Kritikern in Deutschland wahrscheinlich kaum gefallen haben dürfte, aber vielleicht umso mehr den Leuten im Osten von Deutschland. Und zwar deine Ich-Erzählerin Mina Wolf spricht hier in einer so halb resignierten, halb galligen Art und Weise von, ich zitiere, einem Radiokommentar, in dem vor den Gefahren des wieder anschwellenden Nationalismus in Europa, vor allem in Osteuropa, gewarnt wurde und der sich so fade anhörte, wie mein Spiegelei schmeckte. Wie soll man diese lustige Stelle, wie soll man das verstehen? Naja, ist ja klar, dass also der Konflikt der EU mit Polen und mit Ungarn uns ja irgendwie wöchentlich in den Medien ereilt. Und ja, es war eigentlich nur die Bestandsaufnahme des Konflikts sozusagen in einem Satz. Also, Ja, weil es geht ja man eigentlich seit versteht, wie es gemeint ist. 2015, ja. Ja.
Absolut, ja. Zur Erklärung der Zuhörer, wir hören uns teilweise so ein klein bisschen zeitverschoben, deshalb überkreuzen wir uns manchmal nicht, dass der Zuhörer sich wundert. Kommen wir zu Arthur Lanz, deinem letzten und jüngsten Werk. Im Gegensatz zu vielen anderen deiner Romane dreht sich die gesamte Geschichte hier ja um die innere Entwicklung eines Helden, vor allen Dingen dieses titelgebenden Helden eben, der von seiner Mutter mit den Sagen um König Arthur und seine Tafelrunde erzogen wurde, dann im täglichen Leben aber zu einem schüchternen, eher zurückhaltenden Charakter geworden ist, ganz im Einklang eben seiner und unserer postheroischen, pazifistischen, feministischen Zeit. Auf der Suche nach einer Möglichkeit, seine Maskulinität dann wiederzufinden, lässt er sich darauf ein, im vollen Bewusstsein um die schweren Folgen für seine persönliche Karriere auf der Seite eines Freundes in eine hochemotionalisierte politische Debatte einzugreifen, in der es darum geht, dass dieser die von den Grünen in Deutschland angestrebte Transformation unserer Gesellschaft polemisch als ein grünes Reich bezeichnete. Und ich darf wohl sagen, dass ich mich gerade diesem Roman eigentlich sehr eng verbunden fühle, sicher nicht zuletzt, weil meine eigenen Söhne auch bezeichnenderweise Arthur und Tristan heißen. Von daher diese ganze Arthur- und Tafelrunden-Connection ohnehin bei mir auch wirklich etwas berührt. Meine Frage ist, wie bist du denn eigentlich jetzt gerade jetzt auch im Jahr 2020 darauf gekommen, eigentlich ist auf die von allen Möglichkeiten auf die Arthur-Sage zurückzugreifen. Naja, ursprünglich erstmal hat mich der Begriff postheroisch überhaupt gereizt. Seit 2015 geistert das herum durch Alfred Münkler. Wir sind eine postheroische Gesellschaft. Und da habe ich mir gedacht, was soll das eigentlich bedeuten? Ja? Was bedeutet, dass wir postheroisch sind, während um uns herum eigentlich Kriege herrschen, die näher rücken, die auch zum Teil eindringen? Und wir sitzen da und sagen, wir sind aber Postheroen. Wir wollen keine Helden sein, wir wollen uns offenbar auch nicht wehren. Und dann habe ich überlegt, ja, welches Heldenbild will ich eigentlich als Hintergrund nehmen? Und nun ist ja die Ritterlichkeit, also mir gefällt das Wort Ritterlichkeit auch sehr gut. Die ja zur Arthurs Runde gehört. Also es geht nicht um ein martialisches Heldenbild, ich wollte auch kein nur kriegerisches Heldenbild, sondern eben eins, was ja später dann auch noch veredelt wurde durch Minne und eben dieses Ritterideal. Und irgendwie schien mir das dann passend. Und dann habe ich darüber eine ganze Menge gelesen und dann gefiel mir das immer besser. Also eine schöne Geschichten. Also jedenfalls, solange sie das Reich ja auch befrieden wollten, nicht? Die Römer waren abgezogen aus Britannien und dann fingen die Kleinkönigreiche da Krieg miteinander an und Arthus war der das Reich befriedete. Und später gehen sie dann ja auf die Gralsuche, da wird es christlich, da ist es auch nicht mehr ganz so schön, weil dann spielen auch nicht mehr die Geister mit und die Zauberer und so, da werden die Geschichten ein bisschen langweiliger, also fand ich. Ja, also ich fand das eigentlich einen schönen, märchenhaften Hintergrund für so ein ritterliches Heldenbild. So bin ich drauf gekommen. Also manchmal fügen die Dinge sich ja irgendwie. Was bedeutet denn eigentlich, ich weiß, du zitierst auch von Dahne unter anderem in Arthur Lanz als eine ganz wichtige Schlüsselstelle zur Definition von Heroismus. Was bedeutet denn Heroismus oder Heldenhaftigkeit für dich in diesem Roman und wie kommt es, dass wir diesem Ideal eigentlich nicht mehr entsprechen? Also eine endgültige Antwort auf diese Frage habe ich ja nicht gefunden. Also ich habe für mich Heldenmut angesiedelt zwischen Opferbereitschaft und Liebe. Das ist dann am Ende natürlich auch eine Frage auf Leben und Tod. So. Und warum?
wir für uns diese Zumutung, heldenhaft zu sein, ablehnen. Also gut, dann kommt in der Regel ja die routinierte Antwort, das liegt an der deutschen Geschichte und der Vergangenheit. Das alleine kann es nicht sein. Die andere Erklärung ist, wir haben zu wenig Kinder. Wer nur einen Sohn hat, opfert den nicht für nichts. Während wenn ich fünf, sechs, sieben Söhne habe, dann ist das eben so. Und vor allen Dingen werden die Soldaten, weil sie eine andere Arbeit vielleicht gar nicht finden. So. Aber ich glaube, wir haben überhaupt, ich sage das jetzt mal für den Westen, ich kann es für den Osten so nicht sagen, weil wir haben anders gelebt, dass überhaupt das Gefühl für Bedrohung ziemlich unterentwickelt ist. Und darum auch die Vorstellung, dass man vielleicht um sein Leben kämpfen muss oder überhaupt das, was man liebt, nämlich das Leben, das wir führen, die Ordnung, in der wir uns nun eingerichtet haben und uns darin wohlfühlen, dass man die irgendwann verteidigen muss. Der Gedanke dringt, glaube ich, nur sehr zögerlich in die Menschen ein. Ja, jetzt frage ich mich natürlich, naja, wir leben ja in einer Zeit mittlerweile, wo es auch kaum fehlt an jungen Männern, die durchaus für Begriffe wie jetzt Ehre, Opfer, Glauben, Familie bereit sind, vielleicht nicht unbedingt das Schwert, aber zumindest das Messer zu zücken. Ist das auch Heroismus? Und vor allen Dingen, wie verhält sich dieser Heroismus zu dem Heroismus, der sich dieser Bedrohung für unsere Gesellschaft widersetzen könnte? Naja, das ist eben das Schwierige am Heldentum, nicht? In ihrer Gruppe, in ihrer Gesellschaft sind sie Helden, für uns sind sie Mörder. Und ich weiß nicht, ich glaube, in dem Buch steht dann irgendwie auch der Satz, also es liegt im Auge des Betrachters, ob jemand ein Held oder ein Mörder ist. Weil auch diese Dschihadisten sogar werden sich als Helden verstehen, aber sie sind ja keine Verteidiger, sie sind ja aggressiv. Bei uns ginge es ja darum, dass wir den Mut aufbringen, unsere Ordnung, unsere Verfasstheit zu verteidigen. Also das, was wir lieben, zu verteidigen. Und da liegt für mich der Unterschied. Stellt sich für mich auch die Frage, was ist die oder was kann oder was muss die Basis eines solchen neuen abendländischen Heroismus sein? Weil ist es nicht so, denke ich mir manchmal, dass jeder Rationalismus oder Materialismus, sobald man ihn einfach nur konsequent ans Ende denkt, ohnehin zur Angst vor dem Selbstopfer, zur Feigheit, zu so einer Stimmung wie, naja, nach mir die Sinnflut führen muss. Also anders ausgedrückt, ist es nicht so, dass wir nicht unterschätzen dürfen, dass gerade der mittelalterliche Held und auch der arthurische Held ja zutiefst im Christentum, also in einem transzendenten Wert verankert ist. Deshalb die Frage, kann man sich im Abendland denn eigentlich überhaupt einen wirklich unchristlichen oder außerchristlichen Heroismus vorstellen? Und wenn ja, wie könnte man ihn so begründen, dass er eben nicht in diese Falle von Feigheit oder ist mir doch egal oder Hauptsache mein eigenes kleines Dasein bleibt weiter halbwegs unbeschadet, dass er sich eben auf etwas nicht in diese Richtung hin entwickelt. In einem Roman erwähnst du ja eigentlich halb ironisch, denke ich, aber vielleicht doch nicht so ganz ironisch als einziges Beispiel einer tatsächlichen heutigen Ritterlichkeit, die ich zitiere nicht, die tätowierten Bikerhorden, die sozusagen bei den Demonstrationen gegen Frauenvergewaltigung und sowas sozusagen den Schutz der Frauen vor den Gegendemos unternehmen. Das finde ich ganz interessant. Ist das die Zukunft des Heroismus und gibt es eigentlich überhaupt einen langfristig einen echten Heroismus, der Gefahr auch, die vom Innen unserer Gesellschaft, die durchaus auch vom Islamismus kommt, ohne Rekurs auf eine christliche Transzendenz oder wie auch immer geartete Transzendenz überwinden kann? Mich eine ganz schwere Frage, weil also
Ich bin nicht gläubig im Sinne von gottgläubig, will mir aber nicht, also fühle mich doch zur Transzendenz begabt, ja. Also wo immer man das findet, das was das Große ist und das Geheimnisvolle und man findet es in der Natur oder in den Tieren oder im Himmel, also wo wir wissen, wir leben in Zusammenhängen, die wir nicht erkennen. Und wenn ich die Erklärung Gott für mich so nicht annehmen kann, jedenfalls nicht als einen personalisierten Gott oder jemand, der mich wirklich beschützt, daran glaube ich nicht. Aber es, weiß nicht, Freiheit ist ein hohes Gut und ich weiß nicht, solche ja, Sätze wie lieber den Tod als in der Knechtschaft leben oder Freiheit oder Tod. Das sind ja, ich weiß nicht, ob die vom christlichen Glauben abhängen, aber wir leben ja in einer christlich geprägten Kultur. Also das könnte ja eigentlich schon reichen. Also ich glaube, es fällt immer mehr Leuten schwer, also wirklich an einen Gott zu glauben, an einen einzigen. Weil sonst hätten wir nicht dieses Schwinden der Kirchen, was ja nicht unbedingt einhergehen müsste mit einem Verlust von Ethos. Also für mich könnte ich das so nicht sagen. Ich komme auch ohne das aus und das Einzige, was man hätte, man glaubt dann an ein Leben nach dem Tod, aber wer glaubt noch wirklich an ein Leben nach dem Tod? Du? Ja. Dann hast du es gut. Aber ja, klar, die Diagnose, was unsere gegenwärtige Zeit betrifft, ist natürlich sehr, sehr, sehr schlagend, leider. Gerade in Munin ist das ja ein Thema, das gerade in der zweiten Hälfte von Munin ja omnipräsent ist, dieses Problem Transzendenz, Gottesbegriff. Kommen wir vielleicht auch nochmal kurz drauf zu sprechen, auch gleich. Ein Leseschlüssel, wenn man so will, zum Verständnis auch dieser Zeitkrise, die du in Arthur Lanz auch konstatierst und der, glaube ich, vorher auch nicht in deinem Werk so aufgetaucht ist, ist natürlich der Verweis auf Oswald Spengler und auf den Untergang des Abendlandes. Da gibt es eine Passage, in der du deiner Figur Lady folgende Worte in den Mund legst. Und zwar sagt sie: In den paar Kapiteln, die ich jetzt kenne, stehen Sätze, die mir mein ganzes Lebensgefühl erklären. Allein der Satz über die Zivilisation als das Greisenalter der Kultur, das erklärt doch alles. Das hat mich natürlich jetzt sehr, sehr gefreut, diesen Spengler-Verweis zu lesen. Als hauptberuflicher, gewissermaßen Spengler-Forscher, ist das natürlich für mich ein gefundenes Fressen. Darf ich da fragen, wie du jetzt gerade auf Spengler auch gestoßen bist und was dir für dein Verständnis unserer Zeit, die Beschäftigung mit dem Untergang des Abendlandes gebracht hat? Also darauf gekommen bin ich durch dich. Wir haben uns unterhalten, wir haben uns kennengelernt und ich wusste, du bist Spengler. Und also habe ich gedacht, da gucke ich mal. Ja, also natürlich habe ich davon immer gehört, aber ich hatte Spengler nie wirklich gelesen. Und dann fing ich an, das zu lesen und war sehr tief beeindruckt. Also auch dieses Kapitel über die Stadt, obwohl ich schon gar nicht mehr genau weiß, was da drin stand. Aber so. Und das, was ich da zitiere, leuchtete mir irgendwie auch ein. Und dachte, wir sind eigentlich in so einer Phase, ja? Eigentlich weiß diese Gesellschaft so wirklich nichts mehr mit sich anzufangen. Das ist, also sie hat irgendwie keine Inspiration. David, bist du wieder da?
Ja, Ich ich höre auch. was. Jetzt sehe ich dich auch wieder. Super. Okay, dann machen wir kurze Unterbrechung. Sehr gut. Ja, du sprachst gerade über Spengler, das eben das Kapitel über die Stadt unter anderem dir eben auch diesen Eindruck gegeben hat, auch in einer Spätzeit zu leben, dass es eben auch eine gewisse Unausweichlichkeit sicherlich dessen ist, was uns gerade passiert. Und diese, sagen wir mal, historischen Parallelen, auf die du ja da anspielst, oder jedenfalls diese morphologische Deutung der Geschichte, scheint ja schon ein bisschen auch in Munin auf. Das Buch lebt ja eigentlich sehr stark von den angenommenen Parallelen zwischen der heutigen Krise und dem Deutschland des Dreißigjährigen Kriegs, 1816, 1648. Du schreibst da auch, ich zitiere dich: Vielleicht faszinierte mich die Vorkriegszeit, also Vorkriegszeit vor 1618, vor allem, weil sie sich bei unscharfer Betrachtung als grobe Vorlage für die Gegenwart darstellte und sich in Begriffen beschreiben ließ, die ich täglich in den Zeitungen Ich lesen verstehe konnte. dich Wie jetzt man nicht. war. Ich Oh, verstehe jetzt dich haben wir ganz den Punkt. schlecht. Okay, ich zitiere nochmal. Vielleicht faszinierte mich die Vorkriegszeit vor allem, weil sie sich bei unscharfer Betrachtung als grobe Vorlage für die Gegenwart darstellte und sich in Begriffen beschreiben ließ, die ich täglich in den Zeitungen lesen konnte. Klimawandel, Wassermangel, Hunger, Verdoppelung der Bevölkerung in 50 oder sogar 30 Jahren und die Religionen. Natürlich die Religionen. Wenn du diese Parallelen siehst, wie denkst du denn, dass die Geschichte weitergeht, nähern wir uns tatsächlich einem neuen 20-, 30-jährigen Zeit der Auseinandersetzungen, des heißen oder mehr oder weniger heißen Kriegs im Zentrum Europas? Ich glaube ja viel eher, dass es nun sehr global sich abspielt. Also wir sehen uns ja sehr vitalen Kräften gegenüber, also wenn wir sehen, wie sich Afrika in den letzten 50 Jahren vermehrt hat und dass sie immer noch mehr werden und wie der Islam aufrüstet. Also was uns da entgegenkommt, sind ja Leute, die sehr vitale Interessen haben. Also die wollen besser leben, die wollen haben, was wir auch haben, ohne dass sie es eigentlich sich selbst wirklich organisieren können, schon dadurch, dass sie eben ihre Ressourcen schneller verbrauchen, als sie neue schaffen. Und ich denke, wir fühlen uns da ganz wehrlos. Oder sind auch durch unsere Überzeugung von Demokratie und Humanismus eigentlich in einer Zwickmühle. Wir verlieren so oder so. Entweder wir geben das auf, worauf wir so stolz sind, die Toleranz und die Menschlichkeit und also unsere universalen Werte. Oder wir gehen unter, weil wir uns einfach erobern lassen. Also in jedem Fall können wir nicht bleiben, wie wir sind. Entweder werden wir wehrhaft, dann können wir all diese uns ja lieben Eigenschaften an uns selbst nicht behalten. Und wenn wir die behalten, dann gehen wir zugrunde. Also ich sehe da einen Konflikt, von dem ich eigentlich nicht weiß, wie der zu lösen sein soll. Und wie er friedlich gelöst werden soll, weiß ich schon gar nicht. Ja, das ist eine Sorge, die natürlich viele Leute heute natürlich auch teilen. Wobei sich mir weiterhin die Frage stellt, im Namen welcher Werte lässt sich das Abendland tatsächlich verteidigen? Lässt es sich verteidigen wirklich im Sinne von Universalismus und Aufklärung, oder inwieweit
ist das, was wir erleben, nicht nur die äußere Gefahr durch jetzt Masseneinwanderung, Bevölkerungsexplosion Afrikas, Islam und so weiter, sondern wie wir sie auch innen erleben, wie du sie häufig beschreibst, also das Problem von Political Correctness, des extremen Gender-Fetischismus, extremer Feminismus, was auch immer, Klimakatastrophen, Angst und sowas. Inwieweit, stelle ich mir auf die Frage, sind das nicht tatsächlich die Folgen, die ultimativen Folgen einer absolut überzogenen Aufklärung, eines Rationalismus? Und da las ich eigentlich bei dir in deinem Aufsatz Unser galliges Gelächter, den du letztes Jahr in der NZZ publiziert hattest, eigentlich eine sehr interessante Anregung. Da schriebst du: In den Jahren 2014, als die Pegida zum 1. Mai auf die Dresdner Straßen ging, und 2015, als 1 Million Flüchtlinge und Einwanderer unkontrolliert die deutschen Grenzen passierten, verwandelten sich diese Konfliktfelder in Kampfzonen, in denen die Begriffe links und rechts endgültig bedeutungslos wurden. Wer die bis dahin selbstverständlichen Forderungen der Linken, wie die Aufklärung, den säkularen Staat und die Frauenrechte verteidigte, fand sich plötzlich auf dem rechten Kampffeld wieder. Und meine linken, grünen Feministinnen aus Hamburg verteidigten vermutlich leidenschaftlich das islamische Kopftuch und forderten Verständnis auch für die hartgesottensten muslimischen Frauenverächter, was für mich bedeutete, sie waren zu Reaktionärinnen mutiert, also rechts. Ende Zitat. Da frage ich mich aber, fehlt da nicht eigentlich eine Gruppe, nämlich das, was ich vielleicht in Anführungszeichen als die Echten, also die illiberalen Konservativen nennen würde, wie man das so schön nennt heutzutage. Denn ich meine, schon denke, wir haben ja eigentlich gezeigt, wohin ultimativ Aufklärung, Rationalismus, Individualismus führen werden, nämlich in viele eben dieser Probleme des extremen politischen politischen Korrektheit. Ich verstehe dich gar nicht. Ich sagte schon bei Tocqueville sehen wir ja die Angst, dass eigentlich der extreme Rationalismus und Individualismus uns ungefähr dahin führen wird, wo wir gerade heute sind. Das heißt, in der, sagen wir mal, in der Allmacht einer gewissen politisch korrekten, universalistischen, globalistischen Ideologie. Und da scheint mir eben, dass zwischen den Liberalen, die Aufklärung sozusagen in ihr Extrem weiterdenken, und denen, die eigentlich ja sich davor scheuen, sozusagen das Ganze ins Extrem weiterdenken und eigentlich am liebsten so in dem Ideal der 1980er irgendwie verharren wollten, zwischen den beiden also philosophisch eigentlich nur wenig Unterschiede bestehen. Der wirkliche Unterschied scheint mir oft zu sein, viel eher im Vergleich zu den illiberalen Kräften, wenn man das so nennen will. Das heißt, denjenigen, die tatsächlich für eine Rückbindung an die transzendenten Werte der Vergangenheit stehen und die eben versuchen, das Abendland neu zu gründen oder zu fundamentieren durch den Rekurs auf eine fernere Vergangenheit. Und da wollte ich dir eigentlich die Frage stellen, wie da deine Einschätzung gerade jener eher christlichen konservativen Kräfte ist, die ja auch versuchen zu zeigen, dass Selbstwerte wie Demokratie oder Frauenrechte oder Rechtsstaatlichkeit oder Vernunftdenken ja eigentlich gar nicht Produkte der Aufklärung allein sind, sondern letztlich zutiefst ihre Wurzeln im mittelalterlichen, manchmal sogar schon antiken Denken haben. Und die eben glauben, dass die Moderne mitsamt des Rationalismus eben auch nur so lange Bestand haben kann, wie sie noch zehrt von einem gewissen Fundament oder kulturellen Substrat, das viel weiter eigentlich in die Vergangenheit zurückgeht. Deshalb meine Frage, ist ganz, ganz plakativ, bewusst plakativ, muss der Kampf gegen die entweder die Islamisierung beziehungsweise den Hedonismus oder Materialismus wirklich im Namen der Laizität, des säkularen Staates, wenn man so will, geführt werden? Oder ist eigentlich nicht der Kampf für einen europäischen Patriotismus mit Wertschätzung christlicher Tradition als der unterbewussten Leitkultur, auf der alles fußt, die erfolgverheißendere und vielleicht sogar mehr noch im Heroismus des Helden, des Mittelalters fußende Antwort?
Naja, also was wir erleben, ist ja eine Fragmentierung der Gesellschaft, nicht? Also jede Gruppe erfindet sich noch ihre Untergruppen und irgendwie bindet da nichts mehr. Und dass so eine Gesellschaft etwas braucht, was sie zusammenhält, also da kann man nun, weiß ich, welche Begriffe dafür erfinden, aber etwas, was den Kern des Zusammenlebens ja auch ausmacht und das, was man für verbindlich hält. Gut. Also wie gesagt, ich bin in Glaubensdingen kein guter Ansprechpartner, aber was das kulturelle Erbe des Christentums betrifft, also auch Rituale, die finde ich schon sehr wichtig. Und auch, sagen wir mal, zu wissen, woher wir kommen und was wir eigentlich auch. Also meine ich ja immer schon als Kinder in den Märchen mitkriegen, an ja auch Heldenbildern oder eine Ethik, die sich ja natürlich aus der Historie und auch aus dem Christentum speist. Das klar, wir kommen ganz offensichtlich ohne das nicht aus, aber eigentlich muss man ja. Also, weil es fällt mir schwer, das alles auf den Glauben zu beziehen, weil ich eben nicht gläubig bin. Kulturell fühle ich mich dem verbunden, aber spirituell dann auf die Art doch nicht. Aber ich glaube, dass so vieles einfach gegen das Zu beziehen, weil normale ich nicht menschliche gläubig bin. Bedürfnis geht. Also das Bedürfnis der Menschen zu wissen, wo sie beheimatet sind und dass sie da nicht pausenlos eine Erklärung brauchen für das, was sie tun täglich oder wie sie mit ihren Familien leben. Auch diese Auflösung der Familien finde ich wirklich ganz bedenklich, weil ich bin ja hier auf dem Dorf zurzeit und hier gibt es noch Familienverbände und das ganze Leben hier könnte gar nicht samt der Kinder so funktionieren, wenn die Großeltern und die Tanten und die Onkel nicht da wären. Ja, ich finde das eine schwierige Frage, die ich theoretisch irgendwie so schlecht beantworten kann. Okay, Aber vielen Dank, aber ich ich denke, bin da das. geneigt, dir irgendwie trotzdem recht zu geben. Also, ja, dann mach mal du weiter. Ja, nee, vielen Dank. Ich denke, das nähert sich aber tatsächlich so allmählich auch, oder wir nähern uns da sicherlich in einem gemeinsamen Verständnis auch. Ich sehe, dass die Zeit schon auch etwas fortgeschritten ist, deshalb vielleicht doch ein, zwei vielleicht abschließende Überlegungen auch zur Gegenwart. Bei mir jetzt sehr rasch auch aufeinanderfolgenden Lektüre von Flugasche einerseits und Arthur Lanz andererseits, also deinem Debütroman und deinem jüngsten Roman, fallen ja eigentlich schon fast unheimliche Parallelen auf. Wer es wagt, angesichts des Mainstreams seine eigene Meinung zu äußern, wenn sie davon abweicht, wird eigentlich in dem einen wie in dem anderen Roman massiv von der Gesellschaft ausgeschlossen und eben nicht auf Basis einer klaren gesetzlichen Lage, sondern eigentlich eher so eines unterbewussten kollektiven Mitläufertums. Und am Ende bleibt natürlich nur bei den Protagonisten, wenn man so will, das Innere oder dann wie in deinem Fall dann auch das äußere Exil. Eine Schlüsselpassage, die mir da sehr gut gefallen hat und die eigentlich dem entspricht, was man heute zunehmend auch wieder hört, ist, und ich zitiere dich: Ich habe mir fast schon abgewöhnt, öffentlich über Alternativen zu reden, Gedanken auszusprechen, deren Undruckbarkeit ich ermessen kann. Wozu auch? Ich weiß vorher, was man mir antworten würde. Das ist kein Glück heute. War die letzte Frage fast so ziemlich. Also machen wir es nochmal. Ja. Und zwar, ich war gerade dabei, dieses schöne Zitat aus Flugasche vorzulesen, das ich eigentlich eine Ja, Schlüsselpassage das empfand, habe die ich auch man auch heute mitgekriegt. eigentlich noch haben, ne? Genau, du kannst alles schreiben, wenn du es nur richtig einordnest, und ich habe keine Lust mehr, Gedanken auszusprechen, deren Undruckbarkeit ich
essen kann und sowas. Das klingt ja alles sehr, sehr vertraut mittlerweile. Nun hört man ja auch sehr häufig diese Kritik, Deutschland oder die BRD wird zu so einer Art DDR 2.0. Das ist natürlich sicherlich überzogen, weil wir sicherlich kein Schreibverbot, Folter oder Internierungen oder sowas zu befürchten haben. Aber leiden wir dafür nicht an anderen, kaum minder effizienten Mitteln der Massenbeherrschung? Und in welche Richtung tendiert das eigentlich? Findest du da traurige Erinnerungen eigentlich an das Leben in der DDR eigentlich zunehmend wieder aktuell? Also sagen wir, es unterscheidet sich natürlich trotzdem. Also während in der DDR das ja angeordnet war, also von Regierung und Partei, also es war eine Staatsmacht, die das verlangte und wer sich dem nicht beugte, hatte eben Schwierigkeiten, verlor seinen Beruf. Das ist ja heute so nicht. Also für mich ist das heute eher ein vorauseilender Gehorsam und die absolute Dominanz einer bestimmten Meinung in vielen der Medien. Das ist eher eine Medienmacht, als dass es eine Staatsmacht wäre. Und mit ähnlicher Wirkung, aber wie gesagt, du kommst nicht ins Gefängnis. Du kannst deine Bücher auch im Selbstverlag drucken. Also du darfst das ja alles. Aber das hat natürlich auch viele Menschen, die sich weniger wehrhaft fühlen, weil sie vielleicht auch weniger wehrhaft sind, also die ihren Beruf verlieren, die erleben, dass sie ausgegrenzt werden und davor eben scheuen, was man auch verstehen kann, obwohl es traurig ist. Ich wünschte mir, die Leute wären da etwas rebellischer. Aber das unterscheidet sich. Das ist nicht so, also wenn man in der DDR sein Buch hätte im Selbstverlag drucken wollen, wäre das kriminell gewesen, nicht? Hier ist es erlaubt, kann bei Amazon oder es gibt lauter solche Institutionen, die dir dabei helfen und die das für dich tun. Also das ist ein Unterschied. Und trotzdem gibt es eine Macht, eine Deutungsmacht, die eben eine bestimmte Meinung verdrängt, diffamiert, Menschen, die sie vertreten, diffamiert, die sie mit Etiketten behaftet. Und dann bist du rechts oder Neurechts, was immer das ist. Und damit bist du raus aus einem bestimmten Kanon der Diskussion. Insofern löst das zwar sehr ähnliche Gefühle aus, aber es ist ein anderer Mechanismus. Ja. Darum kann man auch immer sagen, ja, du darfst ja deine Meinung sagen. Natürlich darf ich meine Meinung sagen, nicht? Aber und dann wird immer gesagt, ja, dann muss man auch mit Widerspruch rechnen. Bloß der Widerspruch ist kein Widerspruch. Der Widerspruch ist eben Verlust von bis hin zum Verlust von Arbeit, aber auch Zugehörigkeit. Also du gehörst nicht mehr dazu. Mit dir wird dann nicht mehr normal diskutiert. Das ist leider so. Eben erwähntest du auch das Wort rebellisch. Und das erinnert mich natürlich an eine Beschreibung der Protagonistin von Flugasche. Das ist ja doch teilweise sehr stark autobiografisch auch angelehnt, denke ich mal gerade auch in diesem Kontext. Und diese Beschreibung stammt also seitens oder von den Freundinnen der Protagonistin, die sagen, allem aber sei ich unbelehrbar und für sie manchmal schwer erträglich, der Meinung gewesen, dass alles geht, wenn man nur das Richtige tut. Wenn es nicht gegangen ist, hat man eben das Falsche getan. Und das ist zwar jetzt schon 30 Jahre her, aber es ist, finde ich, eine sehr optimistische und eigentlich auch hochmoralische Aussage, die du damals getroffen hast. Würdest du die heute eben auch weiter so, ohne Abstriche, weiter aufrechterhalten? Also, dass letztlich alles schon irgendwie geht, wenn man das Richtige tut. Und wenn es nicht klappt, dann ist es das Zeichen, dass man irgendwo das, denke ich, auch für einen selbst oder moralisch Falsche getan hat. Also für mich selbst, sagen wir mal, würde ich solche absoluten Dinge schon immer mal postulieren, aber ich verlange die nicht von anderen. Weil
man muss auch, also man muss mit sich dabei auskommen. Man muss das gut aushalten, was einem da widerfahren kann. Man muss zur Not auch ein bisschen Spaß dran haben, an so einem Streit. Und man muss die Folgen hinnehmen können, ohne seelisch davon besonders verletzt zu werden. Also mich verletzen diese Dinge persönlich nicht. Und das ist, glaube ich, mein Glück. Mich verletzt es auch nicht persönlich, wenn mein Verlag mich rausschmeißt. Ich finde es zwar unverschämt und unmöglich und ich kann mich darüber empören, aber ich bin nicht verletzt. Und das muss jeder über sich selbst wissen, wie er solche Dinge aushalten kann. Ja, das schließt eigentlich auch schon sehr schön eigentlich unsere Überlegungen, die ja mit dieser Verlagsgeschichte eigentlich und dem Problem der Gegenwart gestartet sind und jetzt eigentlich wieder dahin zurückkommen. Trotzdem vielleicht noch eine letzte Frage. Als ich deinen Aufsatz Zeitungslesen, bin ich vielleicht verrückt geworden, der im Spiegel 2013 publiziert wurde, gelesen, schreibst du da, es kommt immer öfter vor, dass mich beim morgendlichen Zeitungslesen das Gefühl überkommt, ich lebte in einem Irrenhaus. Ein Zitat, dem, glaube ich, viele Zuhörer sich wahrscheinlich und ich einbegriffen, völlig anschließen würden. Aber dann trotzdem die Frage, wie gelingt es dir denn eigentlich persönlich, also trotz oder sagen wir, die nötige Distanz gegenüber diesem Irrsinn überhaupt zu halten, dieser Irrsinn, der sich um uns herum abspielt, und trotzdem noch weiter, sagen wir mal, Hoffnung zu haben, weiter zu arbeiten, weiter das Leben zu genießen, ohne ganz eigentlich daran zugrunde zu gehen, an dieser Intensität, mit der du ja auch die Probleme der Gegenwart beschreibst. Was erdet dich da in dieser Hinsicht? Wie schaffst du das eben, diese Distanz zu schaffen, die doch so wichtig ist, gerade für den Schriftsteller? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Also ich kann nur sagen, dass mir das hier in Vorpommern, wo ich ja viel bin, schon hilft. Dieser riesige Himmel, ein weiter Blick und wo man denkt, mein Gott, es ist alles sehr groß und wir sind sehr klein und wir gehen vorüber und was anderes kommt, später. Und vielleicht wird es ganz furchtbar, was nach uns kommt, aber was vor uns war, war auch furchtbar. Und ja, eigentlich nur so ein intellektueller Abstand, also darüber nachdenken und sich davon nicht überrollen lassen. Und ja, eine Distanz zum Geschehen halten einfach. Also es ansehen und beobachten. Und also damit ist man ja auch ein bisschen draußen. Also man ist drin, aber man ist auch immer ein bisschen draußen, weil man ja ansieht. Ja. Ja. Nee, vielen Dank. Ich denke, das waren auch eigentlich sehr, sehr, sehr schöne Schlussworte jetzt, die du da gesprochen hast. Mein letzter Versuch, kurz auf Facebook nachzuschauen, ob sich da was getan hat an Kommentaren, hat leider ja dazu geführt, dass irgendwie bei mir das Internet so halbwegs zusammengebrochen ist. Deshalb werde ich das jetzt nicht nochmal versuchen. Denke aber auch, wir haben eigentlich sehr vieles jetzt hier abgesprochen. Ganz bewusst eben auch versucht, jetzt nicht die ganze Zeit die üblichen Themen zu besprechen, die man in deinen Büchern ja auch nachlesen kann, die Zeitkritik gegen Klimawahn, gegen Genderprobleme, gegen Einwanderungsproblematik und so. Damit wirst du ja eigentlich die ganze Zeit konfrontiert. Das kann man ja auch sehr gut nachlesen. Ich fand es eigentlich wichtig, hier auch die Punkte auch zu besprechen, die man vielleicht so weniger auch zu lesen bekommt, die eigentlich dich eher als Persönlichkeit, Glauben, dann den persönlichen Umgang auch mit dieser Krise betreffen. Ich denke, da werden die Zuhörer sicherlich auch vieles Interessante daran finden können. Deshalb nochmal, also herzlichen Dank an dich, dass alles so gut geklappt hat, dass du bereit warst auch zum Gespräch und trotz der Corona-Panik, des Absagens, des Übertragens in ein virtuelles Format mit all den Problemen, dass du das da alles auch mitgespielt hast. Also
Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Monika. Ich danke dir. Sehr gern geschehen. Und ich denke, wir belassen es jetzt auch dabei. Ich wünsche den Zuhörern viel, viel Vergnügen eben auch beim Hören, beim Nachdenken über dieses Gespräch. Danke auch ganz dem Techniker, der uns hier begleitet hat. Thank you very much for the technological help for our discussion. Und wünsche, wie gesagt, allen, die das anhören, eben noch einen schönen Tag. Und es wird sicherlich nicht die letzte Online-Diskussion sein, die wir für das Institut Zachodni und auch das Polnische Institut führen dürfen. Ganz herzlichen Dank dir nochmal, Monika. Und bis zum nächsten Mal, hoffentlich in echt in Berlin, wieder auch Ja. für unser nächstes Gespräch. Tschüss, David. Tschüss, Monika.